Von der SPD-Fraktion. Bitte schön, Herr Kollege. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn es eines weiteren Beweises bedurft hätte, dann haben wir es seit spätestens letzter Woche mal wieder schwarz auf weiß. Das einzig Verlässliche an dieser schwarz-gelben bayerischen Staatsregierung ist die Unzuverlässigkeit, das einzig Beständige die Unbeständigkeit und das einzig Stetige das Impuls- und Flatterhafte, meine Damen und Herren. Der Koalitionsausschuss von CSU und FDP hatte am Wochenende eine einzige winzige Gemeinsamkeit zum Ergebnis. Eine schnöde Pressemitteilung frei Haus über den Dissens zwischen den Parteien. Tenor, wir können es nicht. Wir sind nicht regierungsfähig. Mit freundlichen Grüßen, Ihre bayerische Staatsregierung, gezeichnet Seehofer und Leuthäuser-Schnarrenberger. Es geht diesmal, liebe Kolleginnen und Kollegen, aber mehr als um das übliche schwarz-gelbe Gezänk. Das Regierungschaos um die Zukunft der Hochschulfinanzierung hat zu einer erheblichen Verunsicherung an den bayerischen Hochschulen geführt. Die Ankündigung, dass die Studiengebühren nicht vollständig kompensiert werden sollen, löst bei vielen Hochschulbeschäftigten nachvollziehbar erhebliche Unruhe aus. Manche Hochschulen haben die Direktive ausgegeben, befristete Arbeitsverträge im Kontext der Studiengebühren nicht mehr zu verlängern. Allein an der Ludwig-Maximilians-Universität in München geht es um mehr als 380 Stellen. Tausende wissenschaftliche Mitarbeiter in Bayern wissen nicht, ob sie kommendes Jahr noch ihren Arbeitsplatz haben. Wie viele Seminare und Lehrveranstaltungen werden ab 2013 ausfallen? Welche Folgelasten müssen unsere Hochschulen tragen, meine Damen und Herren? Und Schwarz-Gelb macht mit dieser Hü-Hott-Politik nur eines deutlich. Diese schwarz-gelbe Regierung löst keine Probleme, sondern sie löst Probleme aus, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und man ist ja immer wieder überrascht, wie sich die CSU, und da dürfte die FDP jetzt mal ein bisschen Wohlwollen zeigen mir gegenüber, wie sich die CSU in Lichtgeschwindigkeit von ihren früheren Positionen verabschiedet. Der aktuelle Anlass, das anstehende Volksbegehren zur Abschaffung der Studiengebühren. Die CSU steht wie ein Kaninchen vor der Schlange. Sie hat Furcht vor dem Würgegriff der Volksabstimmung, vor Angst gelähmt, vor Schreck erstarrt, den Macht- und Bedeutungsverlust vor Augen, leistet die CSU erbitterten Widerstand gegen sich selbst. Die CSU macht Front gegen ihre eigene jahrelange Politik. Ich darf noch mal daran erinnern, es war die CSU, die die Studiengebühren in Bayern eingeführt hat. Das Gesetz wurde von der CSU alleine beschlossen, gegen die Stimmen von SPD und Grünen und gegen den Willen hunderttausender Studierender in Bayern. Seitdem hat die CSU in unzähligen Debatten hier im Hohen Hause die von ihr eingeführten Studiengebühren mit Zähnen und Klauen verteidigt, die Gegner der Unimaut als Vertreter sozialer Gefühlsduselei verunglimpft, ein wörtliches Zitat des früheren Wissenschaftsministers Thomas Goppel. Thomas Goppel hat noch 2005 gesagt, ärmere Studenten könnten 500 Euro pro Semester ohne weiteres aufbringen. Sie müssten lediglich, Zitat, jeden Monat für 100 Euro auf etwas verzichten oder zwei Nachhilfestunden geben. Der damalige Ausschussvorsitzende Dr. Spänle in einer Plenardebatte 2005 sagte, es gehe um einen Eigenbeitrag der Studierenden, ich zitiere, wer sich einer solchen Überlegung entzieht und auf Sozialneiddebatten ausweicht, handelt an der Schwelle des 21. Jahrhunderts unverantwortlich. Was für ein Pathos. Bernd Siebler betonte 2008, Studiengebühren seien sinnvoll und notwendig. Zitat, das bayerische Modell der Studienbeiträge erfährt insgesamt eine hohe Akzeptanz. Und Oliver Jörg sagte 2008, er sei überzeugt, Zitat, dass die Studienbeiträge auch für ein gesellschaftliches Umdenken von Bedeutung sind. Ich führe weiter aus. Die CSU ist geprägt vom Leitbild der solidarischen Leistungsgesellschaft. Wir stehen für Eigenverantwortung. Deshalb werden wir an den Studiengebühren festhalten. Zitat Ende. Meine Damen und Herren,
Es geht mir gar nicht darum, all die Wendehälse in der CSU-Fraktion beim Namen zu benennen, denn ich habe ja auch Redezeitbeschränkung. Aber es geht darum, zu zeigen, wie grundsätzlich die CSU die Debatte 6 Jahre lang geführt hat. Schwelle 21. Jahrhundert. Leitbild Leistungsgesellschaft. Die CSU hat sich mit Werf und Pathos für die Studiengebühren eingesetzt. Und heute wissen wir, es war ein hohler Pathos von politisch Überzeugungslosen, meine Damen und Herren. Verabschiedet hat sich die CSU im Übrigen auch von einem Gutteil ihres Grundsatzprogramms, das sie 2007 beschlossen hat. Im Grundsatzprogramm der CSU, es hieß damals, es solle 2025 Jahre Gültigkeit haben, steht auf Seite 94 geschrieben, ein klares strategisches Bekenntnis zu dauerhaften Studienbeiträgen, Zitat, unabhängig von der Entwicklung des Staatshaushaltes. Die positive Entwicklung des Staatshaushaltes jetzt also als Begründung für die Abschaffung der Studiengebühren anzuführen, widerspricht den bisherigen Grundsätzen der CSU. Es ist bemerkenswert, eine Partei, die so mit ihren Grundsätzen umgeht, das eigene Grundsatzprogramm, also mir nichts, dir nichts über den Haufen wirft, nicht etwa mit Mitgliederbeteiligung oder durch Parteitagsbeschluss, sondern nur, weil der Vorsitzende ein Machtwort spricht, das ist noch nicht mal ein Ministerpräsidentenwahlverein, meine sehr verehrten Damen und Herren. 6 Jahre lang hatten alle CSU-Verantwortlichen gebetsmühlenartig die Studiengebühren zum alternativlosen Dogma erklärt, um nun aus Furcht vor dem Volkswillen eine spektakuläre 180-Grad-Kehrtwende zu vollziehen. Und interessant dabei ist, die CSU bemüht sich noch nicht mal, eine hinreichend strategische Begründung für diesen kollektiven Gesichtsverlust zu entwickeln. Der Ministerpräsident sagt gestern und heute in den Medien, ich begrüße das, es ginge ihm um das soziale Bayern. Was nichts anderes heißt, Herr Ministerpräsident, die CSU hat die letzten Jahre eine unsoziale Politik gemacht. Die CSU hat die letzten Jahre eine unsoziale Politik gemacht, zu Lasten vieler junger Talente in Bayern. Die CSU hat viele Studienwillige und Studienfähige auf der Strecke gelassen. Die CSU hat viele junge Menschen im Stich gelassen, die gerne studiert hätten, denen aber die Kostenbarriere, die die CSU ihnen aufgebaut hat, schlichtweg zu hoch war. Als Argumentationskrücke muss nun die gute Haushaltssituation herhalten. Man könne sich jetzt staatlicherseits die Übernahme der Studiengebühren leisten. Ich frage mich, ob das im letzten, im vorletzten, im vorvorletzten Jahr nicht möglich gewesen wäre, angesichts sprudelnder Steuermehreinnahmen, wie wir sie in unserer Geschichte in diesem Ausmaße nie zuvor hatten. Aber es geht der CSU nicht um die Hochschulen. Es geht der CSU auch nicht um die Haushaltssituation. Es geht der CSU nur um sich selbst und um ihre Perspektive zur Landtagswahl 2013. Es geht ihr um die neue politische Situation. Es geht ihr um das Volksbegehren. Und da kommt es natürlich zu einer Unzeit, dass ein Volksbegehren eine neue Debatte auslöst über Bildungsgerechtigkeit im Land. Das kommt der CSU ungelegen. Eine Debatte darüber, dass der Bildungserfolg unserer Kinder und Jugendlichen in Bayern so sehr vom Geldbeutel der Eltern abhängt wie in keinem anderen Bundesland. Das Volksbegehren löst eine frische, neue Kampagne der Gemeinsamkeit der drei Oppositionsparteien aus. Unter Beteiligung von mehr als einem Dutzend Organisationen und Verbänden und Hunderttausenden mittelbar und unmittelbar Betroffenen. Das alles kommt der CSU äußerst ungelegen. Nun ist es nichts Ehrenrühriges, wenn man in der Politik Fehler einräumt und Korrekturen vornimmt. Von Reue jedoch bei der CSU bis jetzt keine Spur. Fehler? Welche Fehler? Und hinzu kommt, die Selbstkorrektur bleibt ja in der CSU auch nicht die Ausnahme, sondern sie ist die Regel. Wir haben doch die rasanten Positionsänderungen bei Wehrpflicht, Atompolitik, Praxisgebühr, Länderfinanzausgleich, G8, G9, Donauausbau vor Augen. Das alles haben wir doch nicht vergessen. Unter dem Strich begrüßen wir natürlich den rasanten Kurswechsel, inhaltlich. Die CSU-Mitglieder der Staatsregierung und der CSU-Fraktion dürfen sich als Erste beim Volksbegehren gegen Studiengebühren eintragen, um ihren wütenden, anhaltenden Protest gegen die eigene Politik zum Ausdruck zu bringen. Noch besser wäre es hingegen,
bereits heute mit unserem Antrag, die Studiengebühren abzuschaffen unter voller Kompensation aus dem Staatshaushalt. Sie sind eingeladen, unserem Antrag heute zuzustimmen, denn Sie, Herr Ministerpräsident, haben noch gestern im Münchner Merkur gesagt, wir können nicht gegen unsere Meinung abstimmen. Wir nehmen Sie beim Wort und sind hier und heute gespannt, was Ihre Meinung wirklich wert ist. Machen Sie mit, lassen Sie uns heute mit einer breiten Landtagsmehrheit die Studiengebühren abschaffen, meine Damen und Herren. Und eines wird mit dem gemeinsamen Antrag von SPD, Grünen und Freien Wählern auch deutlich. Es gibt eine Politik der Kontinuität, der Beständigkeit und der Verlässlichkeit als wohltuender Kontrapunkt zu Schwarz-Gelb. Vielen Dank.